Ihr benutzt einen Kalender auf eurem Smartphone und möchtet diesen aber auch mit eurem Tablet oder auch mit eurem PC entsprechend sehen, bearbeiten und synchronisieren können. Und ihr möchtet das nicht jedes Mal über einen Umweg machen, dass ihr über Google oder sonst irgendwie gehen müsst. Dann könnt ihr das zentral mit einem Synology NES machen und der entsprechenden Kalender-App. Dabei wird euer Kalender zentral auf dem Synology NES gehostet und ihr greift mit euren Mobilgeräten oder auch mit eurem PC ganz einfach darauf zu. Wie das geht, das zeige ich euch in diesem Video. Bleibt dran nach dem Intro, da machen wir weiter. Willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie schon einleitend gesagt, heute soll es darum gehen, wie wir eine zentrale Verwaltung eines Kalenders auf einem Synology NES machen und wie man da mit all euren Geräten, Smartphones, Tablets, PCs entsprechend darauf zugreift und das Ganze auch synchron hält. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Android-Geräten, da Android-Geräte keine native Möglichkeit besitzen, um auf ICS- oder iCal-Formate entsprechend zuzugreifen. Das heißt, dort muss man immer einen Umweg gehen, dass man die Informationen, die Daten, die Kalenderdaten entsprechend portiert. Das kann man zum Beispiel über einen Google-Kalender machen oder aber auch es gibt da andere Möglichkeiten. Und über eine Möglichkeit, die wollen wir uns heute hier genauer anschauen. Bei Apple-Geräten ist das übrigens genauso. Da brauchen wir allerdings den Umweg nicht. Da muss nichts portiert werden, weil Apple nativ in der Lage ist, entsprechende Formate wie ICS und iCal zu lesen. Und da braucht man entsprechend keinen Zwischenschritt. Klar, man kann natürlich auch alles über einen nativen Google- oder Apple-Kalender, den die entsprechenden Devices da mitbringen, kann man das natürlich auch alles verwalten. Aber wer da etwas mehr Wert auf seine Privatsphäre legt und nicht gleich alles mit großen Anbietern entsprechend in seinem Leben teilen möchte, für den gibt es natürlich da auch passende Alternativen, das selber zentral zu hosten, zum Beispiel über ein NAS und dann entsprechend über Applikationen dieses auch entsprechend mit anderen Devices zu teilen und auch zu synchronisieren. In unserem Fall für unser Android-Device, also für unser Smartphone oder auch unser Android-Tablet, gibt es da eine Möglichkeit. Die Applikation heißt DAVX5 und mit der Applikation kann man entsprechend eine Portierung ohne Google oder sonst irgendwas vornehmen. Und da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, aber mit DAVX5 habe ich bislang die besten Erfahrungen einfach gemacht. Für das, was ich euch hier zeigen will, da gibt es natürlich auf den Synology Knowledge Seiten sowie auch bei DAVX5 gute Anleitungen und die verlinke ich euch natürlich gerne hier unten in der Videobeschreibung und dann lasst uns einfach mal loslegen. Gucken wir mal. So, da sind wir jetzt auf unserem Demo-Server und das Erste, was wir hier natürlich jetzt erstmal tun, wir gehen in das Paketzentrum und installieren den Kalender. Und da suchen wir jetzt einfach mal nach Kalender. Und da sehen wir Synology Kalender. So, und den installieren wir jetzt. Das kann einen kleinen Moment dauern. So, da ist die App installiert. Wie gesagt, hat einen Moment gedauert und das, was jetzt hier aufpoppt, das ist die Firewall-Benachrichtigung. Sofern ihr diese Benachrichtigung auch aktiviert habt und ihr habt die Firewall aktiviert, dann sagt euch dieses Fensterchen hier, dass ihr jetzt gerade für entsprechend CalDAV-Anwendung, heißt für den Kalender, Firewall-Ports freigegeben habt. Wenn ihr die Firewall aktiviert habt und ihr habt die Benachrichtigung nicht, bitte achtet darauf, dass diese Ports, die hier genannt werden, der 38008 bzw. der 38443 entsprechend freigeschaltet wird, sonst kommt ihr nicht auf den Kalender. Ne? Wenn ihr die Firewall nicht aktiviert wird, habt, dann passiert hier auch erstmal nichts. So, heißt also, wir haben jetzt den Kalender entsprechend erstmal installiert. So, das heißt, wir können jetzt hier aus dem Paketzentrum erstmal rausgehen und wir schauen uns jetzt erstmal an, wie denn jetzt zum Beispiel auch die Rechtevergabe ist. Ne? So, und da gehen wir hier unter die Anwendungsberechtigung und hier ist üblicherweise nichts zu tun, weil der Synology-Kalender, wie hier angehakt, standardmäßig für alle Nutzer entsprechend freigeschaltet ist. So, das, was wir jetzt machen können, ist, dass wir, na, komm schon, dass wir uns jetzt die Applikation Kalender einmal ansehen. Dann geht hier ein neues Fenster auf und da sind wir jetzt quasi als Administrator in den Kalender eingeloggt und können jetzt hier administrative Einstellungen vornehmen, die allerdings
eher rudimentär sind und ich habe da eigentlich keine Einstellung vorgenommen. Ne? Also hier an Ereignisanhang und so weiter und so fort kann man hier einstellen. Und ob man Dateien anhängen darf oder nicht, das sind hier die Einstellungen, die man machen kann. So, gehen wir hier wieder raus, gehen zurück auf unseren Server. So, Voraussetzungen, damit das alles funktioniert, ist natürlich, dass ihr extern auf euer Synology NES zugreifen könnt. Das heißt also, dass diese Kalender-Applikation auch entsprechend von extern zur Verfügung steht. Ansonsten, wenn die nicht von extern zur Verfügung steht, könnt ihr natürlich das Gleiche anwenden, aber immer nur von zu Hause aus. Heißt also nicht zum Beispiel einfach übers Internet zugreifen. So, und ich habe ja ein DDNS über Synology, was ich nutze. Und damit das jetzt auch für die Kalender-Applikation funktioniert, müssen wir hier nochmal in das Anmeldeportal. Und hier sieht man schon, ne, meine benutzerdefinierte Domain ist hier hut.myds.me, also mi. So, und jetzt gehen wir hier auf die Anwendung und wir gehen hier auf den Kalender und bearbeiten den Kalender. Und zwar müssen wir jetzt hier bei der Domäne sagen, dass wir kalender.hut.myds.me haben. Und wir müssen natürlich daran denken, HSTS, ne? Wir mögen ganz gerne auch entsprechend über HTTPS uns anmelden. So, damit gehen wir dann auf Speichern. Die Zertifikate-Erstellung funktioniert automatisch bei Synology DDNS. Da sind die Let's Encrypt-Zertifikate automatisch mit drin. Solltet ihr etwas anderes verwenden, da müsst ihr natürlich darauf schauen, dass auch die Zertifizierung oder die Zertifikate entsprechend ausgestellt werden. Hier in meinem Fall, wir brauchen das jetzt so erstmal nicht. Gut. Das nächste, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir uns auf unser Smartphone zum Beispiel begeben und auf dem Smartphone dann einfach schauen, ob wir denn auch den entsprechenden Zugriff auf den Kalender haben. So, und da sind wir jetzt im Firefox unseres Smart Homes und Smart Homes sage ich schon, Smartphones natürlich. Und wir geben jetzt hier kalender.myhut.myds.me ergibt mir das jetzt hier schon an, weil ich das Ganze natürlich schon mal ausprobiert habe. Ich sage jetzt hier einfach öffnen und wir sind jetzt hier sogar schon im Kalender. Das ist doch schon mal gut. So, und jetzt müssen wir natürlich noch den Testnutzer entsprechend anmelden. So, wir sind jetzt bei Testnutzer 1 und wir sagen jetzt einfach weiter. Und wir müssen jetzt hier das Passwort eingeben. Und wir sind im Kalender. So, das ist schon mal schön. Das hat funktioniert. Das, was wir jetzt tun, ist, dass wir hier auf unserem Rechner uns aus dem Admin-Konto abmelden und auch hier den Testnutzer 1 angeben. So, jetzt sind wir hier auf dem Testnutzer 1 und jetzt sagen wir, wir möchten ganz gerne den Kalender starten. So, und da sind wir jetzt hier im Kalender. Und hier kann ich jetzt sagen, ich erstelle mir einen neuen Kalender. Der soll einfach Testkalender heißen, ist ja völlig egal. Ich sage Speichern. Und jetzt können wir einfach sagen, wir machen jetzt hier einfach mal völlig egal einen Termin rein, einen Ereignistitel und zwar nicht in MyKalender, sondern in den Testkalender und sagen Testtermin und sagen Ereignis erstellen. So, damit haben wir jetzt also erstmal schon mal eins gemacht. Wir haben einen zusätzlichen zu diesem MyKalender, der schon immer standardmäßig mitkommt, haben wir einen weiteren Kalender angelegt, in dem wir weiß ich nicht, wer weiß, was für Daten oder was für Termine speichern möchten. Hier kann man einiges an Kalendern anlegen, wenn man das ein bisschen unterteilen möchte. Man kann dann auch hinterher noch sagen, ich habe einen Familienkalender, der wird dann nur mit bestimmten Personen geteilt, also nur mit den Eltern, nur mit den Kindern, wie auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die man anwenden möchte.
Jetzt in dem Fall haben wir jetzt einfach nur mal einen Testkalender angelegt. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir gucken mal auf unser Smartphone und wir sehen dort, dass wir hier den Testtermin haben. So, das heißt also, die Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Synology-Kalender funktioniert. So, wir können auch hier sehen, da ist der Testkalender angelegt. Das ist schon mal sehr gut. Das nächste, was wir jetzt natürlich machen müssen, ist, dass wir entsprechend das DAVX5 installieren bzw. dann auch entsprechend mit dem Kalender bekannt machen. So, damit wir gleich hier das DAVX entsprechend füllen können, brauchen wir natürlich noch eine URL, wo denn das DAVX überhaupt dann auch diesen Kalender findet. Und dafür gehen wir jetzt hier im Smartphone auf unseren Testkalender und gehen dann hier, das ist ein bisschen tricky zu finden, wenn das so relativ klein ist, wir gehen aber hier auf das CalDAV-Konto. Und in diesem CalDAV-Konto sehen wir, dass es hier jetzt einen Link gibt. Und den kopieren wir uns jetzt einmal. So. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, dass wir diesen Link nehmen und auf dem DAVX, was ihr hoffentlich in der Zwischenzeit dann entsprechend installiert habt. Bei mir ist das ja schon vorhanden. Bei mir seht ihr ja, bei mir gibt es auch schon ein Profil. Wir legen jetzt ein neues Profil ein. Wir sagen jetzt in dem Profil allgemeine Anmeldung mit URL und Benutzernamen anmelden, gehen hier auf Weiter und sagen, fügen dann hier entsprechend die URL ein, die wir gerade aus unserem Kalender kopiert haben. So, und jetzt müssen wir mal schauen, jetzt haben wir den Benutzernamen hier und Benutzername ist ja unser Testnutzer 1. Und das Passwort. Und jetzt sagen wir anmelden. So, jetzt sagt er hier, er hat ein neues Profil angelegt. Das ist nämlich Testnutzer 1 at localhost. Das kann man jetzt auch noch namentlich verändern, aber wir lassen jetzt das einfach mal so stehen. Und wir sagen jetzt einfach Finish. Und damit sind wir jetzt erstmal einfach schon mal soweit durch. Und wie wir sehen, haben wir jetzt hier MyKalender. Wir haben unseren Testkalender und ich kann jetzt sagen, möchte ich diesen entsprechenden Kalender hier aktivieren. Und wir sagen jetzt einfach mal, wir möchten den aktivieren. So. Und jetzt kann man hier noch auf die Einstellungen entsprechend gehen und kann jetzt hier sagen, wie häufig möchte ich denn diesen Kalender zum Beispiel synchronisieren. Ich kann sagen, möchte ich denn nur über WLAN synchronisieren und so weiter und so fort. Das heißt also, hier kann ich die Einstellung entsprechend vornehmen. Ich verändere das jetzt hier entsprechend nicht. Man kann hier unten auch noch die Terminfarben entsprechend noch vergeben anhand dessen, ob ich das hier aus dem CalDAV entsprechend oder aus dem DAVX, Entschuldigung, aus dem DAVX in den Kalender synchronisieren will oder auch nicht. Die Möglichkeiten bestehen. Wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist. Und wir haben ja, wie gesagt, den Testkalender angewählt und im nächsten Schritt gucken wir uns jetzt an, wie denn der Kalender dann in unserem Smartphone aussieht. So, wenn wir jetzt schauen wir in den Kalender und im Kalender sehen wir jetzt, dass entsprechend hier unser Testtermin steht. So, und jetzt möchte ich vielleicht einfach in der Woche noch einen Termin anlegen. Dann gehe ich hier auf Plus, zum Beispiel für den 12. Sag einfach Test und sage Speichern. So, dann habe ich jetzt auch einen Test entsprechend hier drin. Und wenn ich jetzt sage synchronisieren, da ist er. So, dauert einen Moment, aber wir sehen jetzt hier, dass auch auf unserem Kalender hier auf der Synology entsprechend der Termin entsprechend angekommen ist. So, und wenn ich jetzt hier sage, ich möchte einen weiteren Termin anlegen, weiterer Termin, Ereignis erstellen. Dann dauert das hier auch einen kleinen Moment, aber dann taucht der auch hier im Dings auf. Das heißt also, man kann jetzt vielleicht nochmal hergehen und geht in den Dings und sagt, jetzt synchronisieren im CalDAV oder im DAVX. Dann gehen wir mal zurück aufs Telefon und da sehen wir, haben wir auch den weiteren Termin.
Heißt also, hier findet ein automatischer Abgleich statt, der dann einen Moment dauert. Wenn einem das nicht schnell genug geht, kann man hier über die direkte Anforderung der Synchronisation dann auch entsprechend das umsetzen. Ja, das war sie auch schon, die Einrichtung bzw. Synchronisation von Kalendern zwischen Synology und Android-Geräten. Wie gesagt, bei Apple-Geräten ist das ein bisschen einfacher, da diese direkt mit diesem Kalenderformat iCal oder ICS umgehen können, was die Android-Geräte leider nativ so nicht können. Ich habe unsere Kalender noch zusätzlich mit dem IO-Broker verbunden und auch synchronisiert. Das heißt also, ich zeige auf unserem Wandtablet da auch noch die nächsten 7 Tage, was da so alles ansteht. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Wen das interessiert, was ich da mit IO Broker mache, verlinke ich euch gerne hier oben. Könnt euch das gerne anschauen. Ja, und wem das alles zu kompliziert oder auch zu aufwendig ist und wer schon seine Mails nach meiner Anleitung über Synology Mail Plus verwaltet, auch da habe ich ein Video gemacht, verlinke ich auch gerne hier oben beziehungsweise unten in der Videobeschreibung. Der darf natürlich und kann natürlich auch auf seinem Smartphone dann entsprechend die Mail Plus App verwenden. Diese hat seit einiger Zeit jetzt auch eine Kalenderfunktion. Zeige ich euch einen Screenshot von, blende ich euch ein und die ruft also direkt auch die Daten aus dem Synology-Kalender ab. Das ist optisch nicht ganz so schön, das heißt, man hat nicht wirklich eine super Kalenderdarstellung, so wie man das vielleicht sonst gewohnt ist. Aber wenn das nicht stört, man bekommt eine Auflistung aller seiner Termine für die Woche, für den Monat. Also wie gesagt, wenn das nicht stört, ist das durchaus auch eine Alternative. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen bzw. hilft euch bei der Einrichtung und Synchronisation eurer Kalender über Synology, über euer Smartphone, sei es ein Apple oder ein Android-Gerät. Lasst mir gerne einen Daumen rauf da, ein Like hilft mir, hilft dem Kanal, wäre super von euch. Ansonsten dürft ihr gerne natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ich hier etwas Neues mache. Für Anregungen, Kommentare, bitte nutzt unten die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles zeitnah zu beantworten und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel über, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Geduld, bleibt gesund und demnächst wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.